Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Plenarsitzung. Die 95. Plenarsitzung stellt die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Vielleicht darf ich zu Beginn sagen, mir wird jetzt schon wieder von einigen Kollegen gesagt, dass unser Landtagskollege, der Herr Schenk, ohne Maske draußen rumläuft, im Foyer und überall. Ich hätte die herzliche Bitte, Herr Dr. Grobe, sag doch mal dafür, sonst müssten wir Ordnungsmaßnahmen machen. Also, ja. Also ich bitte herzlich darum, ich kann die Leute ja nicht selbst festnehmen, dass sich jeder daran hält und dass die parlamentarischen Geschäftsführer darauf achten, dass das einigermaßen vernünftig über die Bühne geht. Denn wenn wir so Regeln der Hausordnung hier aufstellen, dann müssen sie auch eingehalten werden, sonst nimmt es ja kein Mensch ernst. Ne? So, also eröffnet habe ich zur Tagesordnung. Top 67, Setzpunkt der Fraktion der AfD, Drucksache 20-7728. Mitgeteilt worden, dass der ULA und nicht der WVA der zuständige Ausschuss sei. Wollen wir so verfahren? Ja, wird sich keiner streiten darüber. ULA als beteiligter Ausschuss und WVA, ja? Machen wir langsam, drücken wir drauf. Ja, Herr Präsident, ich widerspreche. Das ist ein energiepolitischer Antrag, der sich mit den Themen der Stromversorgungssicherheit befasst und auch vor allen Dingen den wirtschaftlichen Auswirkungen. Ich kann nicht erkennen, dass der im ULA besser aufgehoben wäre als im WVA. Ich bitte das im. Also ich kann überhaupt nichts erkennen, aber mir wird gesagt, dass die parlamentarischen Geschäftsführer das so vereinbart hätten. Kollege Frömmrich, vielleicht dazu, bitte. Vielleicht reden die Kollegen miteinander, dann wüssten Sie das. Wir haben das in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer besprochen. Das ist auch ein Verbraucherschutzthema und das ist auch mehrfach schon aufgerufen worden und jedes Mal im ULA. Und deswegen machen wir das auch wieder im ULA und der WVA ist mitberatend und genauso haben wir das besprochen. Und vielleicht reden Sie mit Ihrem parlamentarischen Geschäftsführer, dann wüssten Sie das. Also ich glaube, wir sind uns einig, wieder machen wir so. Ne? Dann widerspricht auch keiner, dann ist es so. Eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der AfD. Friedliche Demonstrationen, Versammlungen sind Grundbestandteil der funktionierenden Demokratie. Dringlichkeit hier wird bejaht. Dann wird es Top 97 und wird aufgerufen mit 81 und wird dann heute Abend abgestimmt. Außerdem eingegangen. Dringlicher Antrag der AfD, Krankenhausversorgung in Mittelhessen dauerhaft sicherstellen. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird es Top 98. Und wir können das mit 73 aufrufen. Ferner eingegangen, dringlicher Entschließungsantrag, Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Teststrategie des Landes unterstützt die unterschiedlichen Herangehensweisen vor Ort. Das ist 20-78-20. Dringlichkeit wird auch hier bejaht. Dann ist dies Top 99 und kann mit 84 zur Aktuellen Stunde aufgerufen werden, wird heute Abend, wenn wir es erleben, dann abgestimmt. Dann zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bis ca. 18 Uhr. Bitte alle darauf zu achten, dass wir darauf achten. Herr Dr. Grobe. Danke, Herr Präsident. Herr Frömmrich hatte gerade meine Abwesenheit genutzt zum Thema unseres Setzpunktes, dass der in den ULA geht. Wir haben in der PG-Runde besprochen, dass eventuell, weil wir gesagt haben, wir wollen den im WVA haben, beide Ausschüsse aufgenommen werden. Mitberatend. Also, ihr Leute, machen wir es doch nicht so kompliziert. Der ist doch in beiden Ausschüssen. Jetzt, also, Kollege Frömmrich, sagen wir das Schlusswort dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe keine Abwesenheit ausgenutzt, sondern wenn Sie vielleicht Ihren Kollegen erklären würden, dass Sie eine Maske tragen, dann wären Sie anwesend gewesen und hätten nicht draußen dafür sorgen müssen, dass er sich eine Maske aufzieht. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass ich das genau so gesagt habe, dass wir darüber gesprochen haben, das im ULA zu besprechen und dass der WVA mitberatend ist. Und nichts anderes haben wir gerade hier festgestellt und die anderen Kollegen sehen das auch so. Also dann haben wir es ja so gemacht, wie es der Dr. Grobe wollte und dann sind wir ja alle einig. Gut, dann sind entschuldigt heute der Abgeordnete Wissenbach, Abgeordnete Fissmann, Staatsminister Klose krankheitsbedingt. Gibt es weitere Entschuldigungen hier aus dem Haus?
Keine? Dann bleibt auch alle da. Dann Organisatorisches. Darf Sie informieren, dass das Kondolenzbuch für unseren ehemaligen Präsidenten noch heute, für Klaus-Peter Mölle, noch heute im Musiksaal auslegt. So, das waren die amtlichen Mitteilungen.